Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, es ist einfach wieder Zeit für ein geiles Umstyling. Ich würde so gerne jeden Tag ein Umstyling mit euch drehen, aber vielleicht wird es ja dann zu langweilig für euch. Wollt ihr jeden Tag ein Umstyling? Dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Vielleicht schaffen wir das, jeden Tag jemanden umzustylen. Auf jeden Fall, liebe Leute, ist heute ein jüngerer Kandidat an der Reihe und zwar Karim. Ich kann mich noch ganz genau an Karims Gesicht erinnern, der war auf meiner Eröffnungsparty und er hat wirklich lange Haare gehabt, hier bis hier runter, bis dahin. Und ich habe zu ihm gesagt, mach doch mal Seiten auf Null. Und er so, weiß nicht, vielleicht, dies, das. Ich habe vor 2 Tagen auf Instagram gepostet, dass ich jemanden für ein Umstyling suche. Und der Vater und die Mutter haben gleichzeitig geschrieben und ihren Sohn dafür beworben. Auf jeden Fall haben die Eltern den Wunsch geäußert, dass Karim sich mal eine anständige Frisur machen soll. Und heute macht er sie. Er hat gleich Schule aus und kommt gleich mit seinen Freunden und Brüdern zu mir in den Laden. Und ich muss jetzt da hinfahren und dann treffe ich Karim. Und ich bin sehr gespannt, was wir aus dem 12-jährigen Karim machen. Heute liegt der Fokus auf den Haaren. Ich habe gesagt, Karim, nimm dein coolstes Outfit mit, was du zu Hause hast, was du nach dem Haarumstyling dann anziehen kannst. Und ich bin auf die Reaktion seiner Freunde und seiner Brüder gespannt, was die sagen. Also, ich fahre jetzt in den Laden. Money! Guten Morgen! Servus! Hallo, wunderschönen guten Morgen! Hallo, hallo! Was machen Sie denn da? Entspannen! Alter, liebes Wahlteam, was ist das für ein geiler Typ? Hey, liebe Leute, ich verlose ein weiteres Umstyling hier bei uns im Shop. Ob ihr jetzt eine Frau oder Mann seid, ist egal. Bewerbt euch alle. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr geht jetzt auf Instagram, geht auf der Bartmann, lasst ein Follow da, liked das letzte Bild und schreibt drunter, warum ihr das Umstyling gewinnen solltet. Also Leute, viel Glück und bleibt dran! Adam? Ja? Macht dir die Arbeit Spaß? Sehr. Sehr sogar. Wie sehr? Sehr, sehr. Apo, ja? Heute machst du das Umstyling. Freust du dich schon? Ja, dann mache ich es richtig geil. Ja, ich bin gespannt. Leute, soll ich mir auch so eine Frisur machen mit so einem Bart? Meint ihr, das steht mir? Schreibt es in die Kommentare. Karim, was geht? Nichts bei dir. Alles klar? Ja. Wie geht's dir? Gut. Schule aus? Ja. Oh mein Gott, zeig mal deine Haare. Alter, die sind ja mal richtig lang. Seit wann lässt du wachsen? 4, 5 Jahre. 4, 5 Jahre schon? Ja. Wie alt bist du? 12. 12. Deine Eltern haben dich bei mir beworben. Ja. Du warst aber auch auf meiner Eröffnungsparty, gell? Ja. Hat's dir gefallen? Ja. Gut oder richtig gut? Gut. Richtig gut. Was? Ich bin deren ihr Freundin. Wie heißt du? Ali. Ali. Was ist so deine Traumfrisur? Ich hab keine. So, deswegen hast du die, oder was? Ja. Das einfach wachsen lassen? Ja. Hier ist die Pflege schwer, oder? Das Waschen und so, das ist doch voll anstrengend, ja, mit den langen Haaren, oder? Ja. Kurze Haare sind viel besser. Da gehst du unter die Dusche, machst ein bisschen Föhn, dies, das. Hallo, Family ist auch zu Besuch. Guten Tag. Können Sie, ich hätte gerne einen Termin. Ich hätte gerne Seiten auf Null. Okay, Arian, Arian, wann machen wir bei dir Seiten auf Null? Hä? Keine Antwort, oder was? Hallo, Arian, Arian, die Pflanze gibt's. Arian, sag mal, wann machen wir jetzt bei dir Seiten auf Null? Hä? Sag mal, Arian, sag mal. Setzen Sie sich hin. Willkommen auf Bartmanns Barber Chair. VIP Edition. Und? Ist gemütlich? Ja. Wie gemütlich? Sehr gemütlich. Von 1 bis 10? 10. Jawohl, das wollte ich hören. Ah, jetzt kriegt er seinen schönen Dude. Jetzt geht's los. Also liebe Leute, ihr wisst Bescheid, ich schneide immer den Zopf ab bei meinen Kandidaten. Karim, wie fühlt es sich an? Komisch. Komisch? Ja. Boah, Leute. Was sagst du? Abo. Voll, ne? Halt mal. Willst du es behalten? Ja. Willst du es behalten? Ja. Ja, wir können das hier so festmachen. Dann kannst du mit nach Hause nehmen als Andenken. Was sagst du dazu? Krass. Was sagst du dazu? Was soll ich denn sagen, ne? Was sagst du, Ali? Voll gut, halt. Sollen wir dir das so dran machen? Ja. Der Pipi Langstrumpf. Würde es dem Ali nicht stehen? Leute, das ist der Zwillingsbruder von Karim. Wie viel, guck mal, was sagst du dazu? Krass. Gute Entscheidung. Ja. Was sagst du dazu? Arian, was sagst du? Hey Leute, ich muss sagen, diese Dinger, die habe ich immer nur bei den Amerikanern und Best Barbers gesehen. Aber Wahl hat die auch, Leute. Und wie fühlt sich das an, einem Maschinenheber seinem Ohr zu hören? So, nach früher. Ist schon lang her, oder? Ja. Fühlt sich an, hast du Flashbacks zu früher, oder was? Ja. Boah, krass. Radikal alles runter. So muss es sein, Alter. Oh mein Gott. Aber ich finde es wirklich schön, dass du die Entscheidung gefällt hast, deine Haare bei mir zu schneiden. Weißt du, das ist mir eine Ehre. Weil du hast jetzt ja 5 Jahre lang wachsen lassen und deine Eltern haben gesagt, mach ab, deine Freunde, deine Brüder. Aber du hast immer gesagt, nein. Und deswegen ist mir eine Ehre, dass du es bei mir machst.
Dankeschön. Bitte. Was ist das für eine Maschine jetzt? Wal ist beste Maschine. Immer, wenn wir Wal benutzen, schau mal. Wow. Echt geil. Das ist ja wie malen. Oha. Alter. Alter, das ist ja direkt schon auf Null fast, oder? Ja. Krass. Total Maschine. Geil. Perfekt. Und wie fühlt sich das an? Komisch. Hast du schon mal Saiten auf Null gehabt? Nein. Noch nie? Oh mein Gott, Karim! Das ist aber geil. Du hast jetzt, Apo, du hast jetzt nicht so hoch gemacht, gell? Nein. Perfekt, geil. Ahmed ist immer nur hier und sitzt auf der Couch und ist am Handy. Jeden Tag. Adem, was für eine Umfrage hast du? Auf was kann der Ahmed nicht verzichten? A, auf sein Handy. B, auf seine Jacke. C, auf sein Auto. Schreibt's mal unten in die Kommentare. Oha. 0-0. Bereust du jetzt die Entscheidung, die Haare geschnitten zu haben? Ich hab's noch nicht gesehen. Ah, okay. Adem, was. Hey, hey, was wollt ihr? Ich spicke. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wann ihr Geburtstag habt. Bin ich mal gespannt, wie viele auch Geburtstag haben. Oha, guck mal, wir haben nur einen Pinsel. Wir behalten den. Hey, Apo, ist deine Brille? Für was ist das? Die Haare kommt nicht an meine Augen. Echt? Das ist Schutzbrille. Ja, Leute, ich wusste gar nicht, dass Friseure Schutzbrillen haben. Ahmed, Telefon, Telefon, geht ran. Telefon. Ahmed, Telefon, Telefon. Oh mein Gott, Ahmed. Ahmed, du sollst ans Telefon gehen, nicht das Telefon kaputt machen, Mann. Oh, Leute, schaut euch mal diesen Unterschied hier an. Hier in der Mitte. Links zu rechts. Hallo, der Daddy ist auch da? Servus. Du bist der Vater von Karim, ne? Richtig. Oh. Guck mal. Ach du Scheiße. Das letzte Mal heute Morgen nochmal umarmt. Mit den Haaren. Mit den langen Haaren. So. Mal gucken, wie kurz. Also ich würde die einrahmen. Auf jeden Fall. Ist geil. Das ist eine geile Erinnerung. Guck mal, 5 Jahre hat er wachsen lassen. Ach du Scheiße. Da wird meine Frau definitiv emotional werden. Ja? Auf jeden Fall. Echt? Okay. Wow. Jo, liebe Leute, nehmt jetzt alle mal euer Handy in die Hand. Oder, wenn ihr es schon in der Hand habt, drückt schnell mal hier auf Pause. Geht rüber auf Instagram, gebt ein der Bartmann und lasst da mal ein Follow da. Und wenn ihr dann immer noch ein Follow übrig habt, dann geht auf Bartmann Barbershop, ist alles unten verlinkt und lasst auch da ein Follow da. Kuss geht raus, Dankeschön für euren Support. Geiler Übergang. Oha! Tschüss! Alter! Oha! Das Obergang noch müssen. Geil! Wow! Was für ein Zufall, da sind schon wieder 2 Zwillinge reingekommen. Heute ist Twin Day, oder was? Wir müssen uns Haare schneiden. Ja, wir müssen die Haare schneiden, beide? Ja, Mann. Warte, wer ist von euch der Boss? Du. Nein, nein, du. Nein, du. Ja, okay, ich. Nein, nein, der ist der Boss, Mann. Nein, der ist sogar älter. Du bist älter, Mann. Und? Halbe Stunde. Halbe Stunde älter. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir überraschen jetzt deine Freunde, deine Brüder und dein Vater, die stehen nämlich vor der Tür. Du ziehst jetzt dein coolstes Outfit an. Ich habe ja gesagt, du nimmst dein coolstes Outfit mit, das ziehst du jetzt an und dann gehen wir einmal raus. Okay? Okay? Ja, jetzt stellt euch mal nebeneinander, zeig mal. Boah, jetzt, siehst du mal, ihr seid Zwillinge ohne Witz. Und, was sagst du? Ich bin sprachlos, also ehrlich. Wow. Das Outfit, was du ausgesucht hast, das ist mehr als gut, ohne Witz. Also ich finde es richtig geil, es steht dir richtig gut. Ey, das sieht richtig, richtig cool aus. Ihr beide, jetzt könnt ihr im Zwillingspack rumlaufen die ganze Zeit, hä? Wer ist wer? So, Karim, was sagst du? Sieht gut aus. Ich finde auch, das steht dir sehr, sehr gut. Zeig mal nochmal von der Seite. Du hast gesagt, du hast noch nie Seiten auf Null gehabt, ne? Ja, hab schon. Das ist das erste Mal. Würdest du es nochmal machen? Ja. Ja. Auf jeden Fall steht es sehr gut. Und dein Zwillingsbruder hat ja auch dieselbe Frisur. Auf jeden Fall wird es jetzt definitiv schwerer für die Leute sein, euch zu unterscheiden, ne? Ja. Ist es schlimm für dich? Es geht. Wenn euch das Umstyling von Karim gefallen hat, ich finde, er hat sich zu einem jungen,
attraktiven jungen, wirklich attraktiven jungen Mann verwandelt. Wenn euch das Umstyling gefallen hat, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr auch an so einem Umstyling mitmachen wollt, dann geht auf Instagram, der Bartmann, schreibt mir eine Nachricht. Und wie gesagt, das letzte Bild liken und drunter kommentieren, warum ihr gerne beim Umstyling mitmachen wollt. Und vielleicht bekommt ihr sogar die Anreise und so bezahlt nach Mannheim. Dann machen wir was Geiles. Auf jeden Fall, liebe Leute, Karim, du hast das letzte Wort. Liken, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Bei mir? Ja. Und bei dir? Nee, nix. Magst du noch jemanden grüßen? Nee. Hast du einen Lieblingslehrer? Nein. Auf jeden Fall. Okay, liebe Leute, wir sind raus. Und Karim, wenn du immer einen schönen Haarschnitt brauchst, kommst bei mir im Barbershop vorbei, du weißt Bescheid, ne? Also hau rein. Ciao. Tschüss. We'll be right back.